So, wir sind hier angekommen. SDN vs. Beißel. Es konnte nichts anderes geben. Das ist hier die Fortsetzung von SCF Nummer, ich glaube, das war 15. Wo praktisch Beißel 3-0 gewonnen hat gegen SDN. Und dann, oh mein Gott, im Game 10 Grand Finals verloren hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Wird das ja auch ein Game 10 Grand Final? Oder, ja, vielleicht auch nicht. Das werden wir gleich sehen. Erst einmal kommt hier noch ein Kommentator. Da ist... Perfekt. So, was glaubt ihr denn? Chat. Gibt es noch jemanden im Chat, der an Beißel oder SDN glaubt? Schönen guten Tag, Chat, erstmal. Hier ist Fred Faulig. Oh Gott. So. Das legen wir einmal weg. Und jetzt können wir enjoyen. Okay. Beißel kriegt hier also den ersten Kill, was wichtig für ihn ist. Mit einer Lead. SDN einfach so viel mehr beatable. Oh mein Gott, dieses Schild. Beißel jetzt noch mit einer Chance. Vorher hier wahrscheinlich. Er muss jetzt wirklich mit seinem Leben hier spielen. Oh. Mhm. Aber er hat nochmal 45% rausgeholt. Ja, genau, hat nochmal ein bisschen getradet. Oh, aber holt das SDN wieder raus. In letzter Zeit ist SDN mit Low Prozenten so gut geworden. Er kann so gut Damage upranken. Mhm. Oh. Beißel. Oh, einfach über beides gesprochen. Aber hier der F-Smash. Oh. Damn. Was ein Hit. Okay, also Beißel hier wieder fast mit einem ganzen Stock-Lead. Oh. Aber ist der denn so aggressiv? Oh, das war's! Ja. Oh. Er wollte ihn wahrscheinlich noch ein bisschen runterdragen, dass er zumindest irgendwas da rauskriegt. Ja. Ja, also... Leider nicht. Das hat er gut gemacht. Ja, da dachte SDN, er macht noch mal ein bisschen extra Damage, ist ein bisschen aggressiv, aber im Endeffekt hat es dafür gesorgt, dass er hier den Stock verliert. Und das Game, das erste Game, er hat also jetzt im Moment nur noch zwei Games, in denen das Ganze hier rumreißen kann. Er ist ja aus Loserszeit, was heißt, wenn Beißel hier ein Set gewinnt, gewinnt er auch das ganze Turnier. Aber die Kämpfer, die schenken sich wirklich nichts. Das ist... Was war das Pokémon Stadium 1? Das war Pokémon Stadium 1. Ich habe noch mehr davon auf Lager. Oh ja, das ist das Beste. Am besten ist das große Finale! Wenn man den Story-Modus gespielt hat, ja, den niemand jemals anfassen soll. Schönes Follow-up. Okay. Ich mag, wie SDN mit dem Down Before Duck Hunt umgeht. Wegprügelt, oder? Ja, ja. Weil, also ansonsten ist es halt so ein nice Tool für Duck Hunt. Sehr aggressiv, aber er bringt sich damit auch selbst so ein bisschen in eine Disadvantage, zumindest so von der Rolle her. Dann ist er halt selbst an der Edge. Oh. Ja, ist hier Beißel spielt. Das war ein harter Treffer! Das habe ich tatsächlich letztens erst gespielt. Ach, ja, musste ich meiner Freundin mal zeigen, was ich damals gespielt habe. Das ist ein goldener Stein in Nintendos Geschichte. Mhm. Finde ich schade, dass es nicht wirklich ein neues Stadium gab. Oh! Ja, nach zwei war Schluss, ne? Revolution war so... Revolution war... Da konntest du irgendwie nicht so normale Random Battles machen, sondern du musstest was importieren. Ja, ne? Ja, du musstest... Es gab entweder so diese zwei vorgefertigten Teams, die absolut Müll waren. Oder es gab, oder du musstest von Diamant und Perl direkt transferieren. Was, glaube ich, heutzutage nicht mal mehr möglich ist. Ja, glaube ich. Ja, das war tatsächlich ziemlich trash, das weißt du auch noch. Oh, okay. Also, 1, 2, 3, 4 Powers. Ne. Direkt weggefinished. Und Beißel jetzt hier gerade kurz davor, 2-0 in Führung zu gehen. Das wäre sehr gut für ihn. Und auch für die Schedule, weil dann schaffen wir es tatsächlich vor 18.30 Uhr. Schaffen wir das? 22 Minuten noch. Let's go, Beißel! Das wird was, komm schon. Für das Time Limit. Es ist halt immer so, dass ich so denke, ja,
sind ja eigentlich noch gut in der Zeit, wenn jetzt nicht der Bracket Reset hat. Und er kommt immer. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das hier auch Game 5 wird. Auf jeden Fall. Und dann schafft SDN das. Und dann wird es nochmal Game 5 und dann weiß ich nicht. Wir haben ja wenigstens den Vorteil, dass es nicht irgendwie ein Sonic oder Steve ist, die ganze Zeit stallen. Ja. Das heißt, die Matches bewegen sich zumindest voran. Ja, eben, genau. Da bin ich tatsächlich ganz froh. Also es gibt viele Chars, bei denen ich mich wenigstens... Ich versuch's oder ich sehe ein bisschen was. Ich sehe, bei Sonic sehe ich wenig. Ja. Sonic ist immer so. Okay. 2-0 Beißel. Wie? Wie jetzt? Ja, mach mir keine Hoffnung. Gleich wird sowieso wieder... Jetzt kommt der Reverse Sweep. Ja, genau. Wie gesagt... SDN, die Goat, die wird sich nicht runterkriegen lassen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Voll der gebiased Commentator hier. Beißel einfach. Ja, ich bin immer für die Schedule. Als so. TO bin ich immer für die Schedule. Damit du auch ja pünktlich nach Hause kommst und was essen kannst. Ah, ich gehe erst was essen und dann nach Hause. Ach so, du holst dir auf dem Weg was. Ramen. Oh. Ja, ich esse den ganzen Tag nichts, außer Muffins. Ja, ja die waren auch sehr lecker. Ja. Ich mochte diesen kleinen Chip an weißer Schokolade, den sie dazu gepackt haben. Auf jeden Fall, ja. Ja, voll nett auch. Die Mutter von Beißer Junior, hier Skyvania, so. Ja. Die hat das gemacht. Beißer Junior. Die Team ja auch immer, Double Duck Hunt Team einfach. Das wusste ich nicht. Das ist crazy. Zu den Doubles bin ich ja nie hier. Ah, okay. Wollen wir überlegen, ob ich mir Momo dazu schnappe, weil er gefragt hat, aber... Ja. Ist schon witzig, aber muss sehr viel früher auch kommen. Oh. Ich muss jetzt aber auch los. Denk an Pokémon Stadium und bitte gib mir Metroid Prime 4. Ja, ist so. Ja, danke auch. Tschüss. Okay, ja, Flensburger, das heißt, er muss zeitlich los. Es ist bald 18.30 Uhr. Schaffen wir es noch vor 18.30 Uhr? Jetzt im Moment sagt es denn auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall schaffen wir das vor 18.30 Uhr. Indem man hier diesen Stock einfach zieht und den nächsten auch direkt noch böse anfragt. Und hier, bam, nochmal die Fair rein. Und aggressives Play, ja. Also SDN ist gerade wieder im Agro-Modus. Was meistens auch echt gut klappt. Also wenn SDN spielt, dann aggressiv spielt, dann ist es meistens auch sehr gut. Eben gerade aber gab es doch schon ein paar Punkte, wo er ein bisschen overextended hat. Einmal gegen Dafung, wo er weggespiked wurde. Und einmal gegen Beißel. Boomy! Einmal mit der Back Air. Und wir sind hier Stock Even. Aber, ja, Prozente sieht nochmal ganz anders aus. Und das ist ein ganzer Stock. Da würde mich wundern, ob Beißel das wirklich holen kann. Kann er, aber die... Es ist schwer. Es ist schwer. Es ist so schwer, SDN zu zerstören. Einfach. Also, ihn zu besiegen, okay, das mag möglich sein, aber ihn zu stocken oder sowas ist so schwer. Für jeden. Also, jetzt zum Beispiel bei NRW Cup hat er auch gegen BJ gewonnen. Ja, da muss er schon ein sehr schlechtes Matchup haben oder so. Heute auch nur mit Ike unterwegs. Oh, okay. Einmal kurz den Gunman die Hose ausgezogen und Beißel. Ja, wenigstens ein Game gezogen bisher. Hose ausgezogen kann man bei ihm noch nicht erwarten, sagen. Das erst, wenn er das ganze Set und das ganze Turnier gewinnt. Also, wer wird das hier gewinnen? SDN oder Beißel? Inzwischen schon fast so ein bisschen die Top 2 von NDZ. Lass mich mal ganz kurz hier schnellen. Ja, einmal die Gürtelschnalle weg, mit dem Schwert entfernt. Ich glaube, Beißel ist auch Second Seed, also. Vielleicht ist er ja nach diesem Turnier First Seed, wer weiß. Vielleicht aber auch nicht. Stan sagt nein. Computer sagt nein. Kennt das noch jemand? Little Britain? Niemand? Okay. Wurde auch schon längst gecancelt. Oh, okay. Die sehen heute viel Hollow Bastion. Sehr viel Hollow Bastion. Einmal die SDN Dash Attack.
Schöner Punish. Oh, nicht mal mit, ja, wie nennt sich das, wenn der Gunman praktisch einen Hit verlängert? Ja, einfach mit der Verlängerung vom Gunman. Nicht mal damit durch den Air-Dodge gekommen. Weiß wird sehr jumpy und schafft es tatsächlich, hier den Ball einzulochen. Mario Golf. Falls ihr es noch nicht wisst, woher der Player-Skill von Bicycle kommt. Mario Golf. Sehr guter Mario-Golf-Spieler. Oh. Deswegen trifft auch jede Dose. Oh, weggeparried einfach. Gefährliche Situation jetzt hier gerade. Für beide. Oh. Und da kommt die Dose. Aber immer noch falsche Richtung. Und das hat ein bisschen zu viel Zeit gekostet. Damit hat SDN ein bisschen mehr Stage-Control. Und jedes bisschen kann halt auch dazu führen, dass das Ganze hier schnell beendet ist. Hier ist Skeddy. Die sitzt immer noch beim Rahmen. Sitzt immer noch beim Rahmen und guckst du das Ganze an? Ich glaube ja nicht. Das Ganze ist sehr knapp hier gerade. Wer kann hier den ersten Stock ziehen? Das ist eine sehr wichtige Situation. Und die Dash Attack einfach so, die Dash Attack. Jetzt könnte eine Dose killen, wenn sie richtig trifft. Oh, oh, und die Abi. Yo, die Abi killt einfach. Macht nicht mehr viel Damage, sondern killt auch gut. Und das ist so wichtig gerade für SD gewesen. Oh, oh, kein Mario Golf. Kein Mario Golf. Oh, selten. Das passiert selten. Aber die Up erklärt dafür kein extra Credit. Aber dafür Disadvantage, was Stage angeht. Okay, wer kann jetzt erst Damage machen? Oh, einfach rausgemashed. Seit wann masht denn Beißel? Oh mein Gott, ist das gerade ein Krimi schon wieder. Auch für die Schedule. Überziehen wir. Im Moment sind wir 0 Minuten drüber. Eine Minute haben wir noch. Eine Minute haben wir noch. Letztes Game. Zwei Stocks. Also in einer Minute sind wir nicht fertig. Aber es könnte das letzte Game sein. Und der Sieg für Bicel. Oh, schön raus. Rausgesprengt. Mit der Clay Pigeon. Oh no. Okay. Und ist Mario Golf, aber das killt noch nicht. Sehr viel Hollow Bastion. Ich frage mich warum. Also PS2 natürlich immer noch am meisten pickt, aber danach Hollow Bastion. Und ich frage mich, ob SDN die Stage auch picken würde, wenn er verliert. Ah, jetzt ja sowieso nicht mehr. Steht 2-0. Oh, schöne Combo. Aber Bicel braucht diesen Kill. Er braucht ihn. Ansonsten ist das immer even. Oder spätestens, wenn man den Kill macht und SDN einen direkt danach killt, muss er even machen und danach noch ein Combo starten. Bicel braucht jetzt diesen Kill. Oh mein Gott. 152% Max Rage. Der Max Rage Ike. Jetzt eine nähernde Abwehr oder sowas. Das war's auch. Oh oh. Oh oh. Bicel schafft es am Leben zu bleiben. 163%. SDN überlegt, ob er aggressiv reingehen soll, aber lässt es und. Oh mein Gott! Bicel hat sich selbst gerettet hier gerade. Der FT hätte gekillt. Oh, die Dose. 183%, die nächste Dose killt. Aber die muss natürlich erstmal treffen. Oh mein Gott! Bicel! Rette die Schedule! Oh mein Gott. Kann er jetzt den Stock halten, ist die Frage. Oder wird SDN das schaffen hier? Okay, Damage. Oh, Combo gedroppt bei 34, was auch schon gute Prozente sind, aber es geht direkt weiter, 46. Weißt du, kommt hier immer näher einem Sieg. Oh mein Gott, hat hier gedacht, dass da ein Air-Dodge kommt, aber da kommt nichts. Weißt du, wie ein Bronze-Buddha, ganz ruhig. Wie ein Bronze-Buddha. Der Grab killt natürlich nicht. Die Dose wird entfernt. Aber die Clay Pigeon ist immer noch am Start. Es könnte hier der letzte Moment sein in diesem Turnier. Es könnte. 155%. Bicel immer noch am Leben einfach. Dose. Wenn Bicel das jetzt nochmal schafft, gut Damage zu machen. Oh, die Nair killt auch noch nicht. Und die Fair. Das war sehr effektiv.
Okay, ja, ich bin raus. Tschüss. Ganz wichtig, die Referenz von Pokémon Stadium. Das kennen vielleicht einige von euch nicht mehr, aber ihr habt ja bestimmt diese Premium-Mitgliedschaft oder was auch immer, dass man N64 spielen kann auf Switch. Weißt du, also die Lead ist nicht mehr groß. 50%. Oh, der F-Smash. Ah, wird gepunished tatsächlich. Und jetzt könnte er aggressiv gehen. Er lässt es. Er bleibt patient. Stage Control. Bleibt bei Stage Control. Spielt ganz sicher hier. Aber lässt damit Beißer natürlich auch wieder on stage. Da kommt die Dose, da kommt die. Alles kommt da gerade aufs SDN zu. Und er schafft es irgendwie trotzdem nicht getroffen zu werden, außer von dieser Clay Pigeon. Schafft es aber nicht, gekombo zu werden. Puh, einmal tief durchatmen jetzt hier. 150%. Oh oh. 5 Sekunden doch! Oh mein Gott! Es ist einfach ein Timeout zum Ende. What the fuck? Und mit einem Timeout gewinnt Weißel einfach NEZ Rising Nummer 23. What? Ja, da waren halt die ganze Zeit die Player-Camps. Ich habe nicht gesehen, dass das so knapp war, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob die das selber überhaupt bemerkt haben. Ja, ihr habt es gesehen.